Guten Tag und sei gegrüßt zu Shorts of War zum Update 38. Wir sind jetzt gerade hier in diesem Sentinel. Ich bin gerade leicht verwirrt, weil heute kam ein neuer Game-Modus raus für kurze Zeit. Ich kann nicht alle Sentinels wählen und ich kann kein Loadout auswählen. Das ist ultra krass. Nehmen wir Supporter. Ja, Update 38, mal wieder ein großes Update. Hätte ich nicht gedacht, dass noch eins rauskommt. Aber ist okay. Haben noch genug Zeit, Fehler zu korrigieren, wenn es welche gibt. Und ja, neuer Game Mode. Man sieht das Hintergrundbild, Prime Shard VR Training. Keine Ahnung, ob das jetzt eine normale Map ist oder ob das eine komplett neue Map ist. Wird wahrscheinlich eine komplett neue Map sein. Bei Game Modus, also so eine Art, ja, irgendwas mit Verteidigen sein, etc. Es kam nicht offizielle Ankündigung über das Update und über den neuen Game Mode, aber es kam keine Beschreibung darüber raus. Also man wusste einfach gar nichts. Die kam jetzt eben oder heute Morgen kam die raus. Aber ganz ehrlich, soll ich mir jetzt durchlesen, wenn ich es immer schnell spielen kann, ja. Entweder lese ich mir dann durch, wenn der Game Mode noch nicht da ist. Ja, oder spielt es einfach, um herauszufinden, was es ist. Ganz einfach. So, es gab verdammt viele Änderungen bei den Sentinels. Und jeder Sentinel hat jetzt einen kleineren Flächenschaden. Was ist das für eine Map, Alter? Habe ich keine, nicht keine, keine Map. Ultra Retard. Ich weiß gar nicht, was, Alter. Hier sind Teildinger, okay. Ich weiß nicht, wie die Map aussieht. Ich weiß nicht, wo mein Team ist. Das Ding müssen wir bekämpfen. Wow. Der kann nicht da drüber springen. Was ist das denn für ein Lappen? Wo ist ja mein Team? Wo ist ja mein Team? Ich sehe, also meine Fähigkeiten sind da unten nicht. Ich sehe da die Abklickzeiten sehr schlecht, oder? Warum hat der so viel Schild? Warum hat der so viel Schild? Ich kann die Leute nicht heilen. Alter, was ist das? Warum hat er so ein dickes Schild drauf? Das ist echt krass. Ich habe keine Map. Das ist übertrieben abfuck, weil ich habe keine Map. Kann nichts machen. Oh, das ist richtig krass, wa? Ist immer noch so viel Schild. Warum machen die so viel Schaden? Wieso mache ich keinen Schaden? Wieso habe ich Supporter gewählt? Ich kann mich hier nicht heilen. Alter, ist immer richtig retard, oder? Das sind übertrieben viel Schaden, die Leute hier. Ich kann die nicht heilen. Das ist alles viel zu schnell gerade. Für Ulti. Ja genau, der wurde nicht gestunt, nur bisschen laut. Und was kriege ich die ganze Damage? Irgendwas schießt auf mich. Ich weiß nicht, was es ist. Der wird immer noch geheilt. Die entfernen die Fähigkeiten komplett verändert. Der wird immer noch geheilt. Der hat auch so ein dickes Schild gehabt. Woher? Haben die überhaupt einen Supporter? Hä? Was? Hä? Ich habe jetzt überhaupt nichts verstanden, ne? Ich habe überhaupt nichts verstanden. Wow. Wow. Ja, machen wir noch schnell eine Runde. Oder zwei, also 1-4 Minuten. Was ist das denn für eine Scheiße? Ultra leicht verwirrt. Ultra leicht. Das ist keine Karte. Was? Elite Level. Ach ja, das ist jetzt hier mein Ding hier, ne? Ich kann ja XP erhalten. Was? War kein XP? Warte mal.
jetzt auf Classic gehe, kommen die, okay. Wow, also als Team da reingehen. Das wollte ich noch kurz nachtesten, deswegen habe ich nochmal auf weiter verarschen. Ja, klar hätte ich auch da starten können, aber dumm gewesen. Ja, ich muss mal kurz das Forum im Hintergrund öffnen. Wegen den Änderungen. Sentinel-Änderungen waren ziemlich viele. Fast jeder Sentinel wurde verändert. Bezüglich der Flächensachen. Erstmal gucke ich, will ich auch noch kurz die Arsenal-Items gucken. Ich hätte keins. Habe ich überhaupt genug Material? Natürlich nicht. Ja, was soll denn? Sturmschild, Upgrade, Sturmschild verschwindet nicht mehr, wenn Arsenal den Bereich verlässt, sondern bleibt aktiv, bis es zerstört wird. Das ist die Passive. Ja, er gibt ja den Leuten, er gibt ja NPCs ein Schild. Ja, und das bleibt dann. Abwehrgeschützte verlangsamen Gegner mit ihren Angriff um 20% für eine Sekunde. Das ist neues. Kann damit arbeiten. Auf jeden Fall. Und das hier, das ist richtig cool. Einheiten mit Sturmschild versuchen 30% Bonusschaden. Ja, das ist richtig. Das Schild ist zwar ziemlich klein, ja, aber 30% Bonusschaden ist ziemlich viel. Größer eine Explosion dran zum Straßenkehrer? Nicht unbedingt. Muss man aber nicht. Also da kann jetzt bis zu 3 Abwurfgeschütze speichern, das heißt, er kann auf jeden Fall 4 Türme meistens aufstellen. Wenn er Glück hat, sogar 5. So, haben wir das schon mal. Dann muss halt gucken, weil ich nehme zum ersten Mal jetzt über Windows 10 auf, weil ich mir gönnt. Und tap. Ist das so? Ja, war so richtig. War so richtig. Aber ja, Gameplay-Änderungen, ne? So. Man bewegt sich jetzt schneller, glaube ich, weil 3,2 Meter pro Sekunde müsste, glaube ich, schneller sein. Es ist ja, das ist ein Buff für alle Sentinels. Also man bewegt sich jetzt schneller, wenn man schießt. Okay. Ja. Ja, habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Muss ich sowas gucken in einem Normal Game nach und nicht in diesem komischen Modus da. Dann ich nehme jetzt irgendwas anderes. Ich kann nicht alle Sentinels auswählen, das ist so asozial. Für was habe ich die ganzen Sentinels gekauft? Würde Arsenal nehmen, ja, wenn ich die Custom Items jetzt hätte. Ich habe nicht genug Teile für Custom Items. Ryudo würde Sinn machen, bin mir nicht sicher. Ja, einfach Sell. Guck mal, du hast noch Striker und Cobra. Du hast kein Blitz. Wo ist Vector? Vector wäre übertrieben OP in dem Modus. Vector wäre echt krank. Na komm, nehmen wir jetzt einfach. Oder soll ich mit einem Void oder Wardman? So. Willst du jetzt? Ja, ist mir egal. Ja, Skillshots wurden. Die Geschwindigkeit des Skillshots wurde reduziert. Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Nachteil oder ein Vorteil sein soll. Ich denke, es geht eher zum Nachteil hinüber. Was sind die Änderungen? Valkyrie, der Radius wurde verkleinert. Von der Flächenradius wurde verkleinert, von der Ulti, von der E. Blitz seine Ulti wurde verlängert. Warum wird die verlängert? Mal ganz ehrlich. Warum? Ja, ich weiß nicht. Aufgespießt bei Rev. Jetzt als Flächenangriff markiert und reduziert das eine Lebensdiebstahl von Parasitengewebe um 60%. Nicht schlecht. Ja. Was cool ist bei Jiminy, ja, ich wechsle jetzt mal kurz wieder rüber. Bei Jiminy ist das richtig cool. Ja. Die haben die Ulti-Range verkürzt. Ja. Die haben die kürzer gemacht, weil die Leute zu dumm waren, die Ulti zu aktivieren. Ja. Oder die haben die Ulti nicht mehr gesehen. Wussten nicht, wann sie aktivieren müssen. Ja. Kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich nicht nachvollziehen. Das hier. Denkschutzanzug wurde so kurz. Was? Was ist das denn hier? Wer? Okay, aber warum habe ich keine. Die Granate ist auf E? Was? Wieso könnten. Was? Kann ich hier durch? Nein, ich kann nicht durch, aber ich kann durchschießen. Was ist das denn für eine. Ah, ich schieße jetzt mit Rockets! Ich hab keine Auto-Attacks. Ich schieße mit Rockets, Alter. Was ist das denn für ein Scheiß? Hä? Man schießt mit Rockets?
gar nichts war. Wieso verändern die denn jeden kleinen Scheiß? Was ist das denn hier? Soll das mein Mana sein? Lädt ich mein Mana nicht auf? So, Behinderte. Echt behindert. Irgendeine Art und Weise. Kann er ja nicht durch. Denn das was? Was soll das sein? Ich vor, das bewegt sich das Bild viel zu schnell. Ich komme da gar nicht hinterher mit meinem Köpfchen, ne? Ich habe nicht genug Energie. Willst du mich verarschen? Das Bild geht hin und her wie ein Blödmann. Was? Das Bild geht viel zu schnell hin und her. Ja, das ist jetzt voll die Was-Folge. Ja, für jeden Scheiß geändert haben. Was ohne Ankündigung. Wollte ich gar nicht. Wollte ich gar nicht, ja. Wo ist denn das scheiß Ding denn so rein hier da vorne? Wieso habe ich keine Ulti? Wieso ist mein Mana so komisch? Ja, wieso ist mein Mana so komisch? Ich verstehe es nicht. Oh, fuck, falsche Taste. Ich will die Granate werfen. Boah, Alter, was hat der für eine Fähigkeit? Alter. Hat mich noch erwischt? Nee, ich hab mich selbst getötet. Hä? Ich hab mich selbst getötet? Ach, hier sieht man die Map. Was ist das denn? Ah, wenn man das so, das erste Ding. Hä? Gut übertrieben viel Schaden. Er ist unverwundbar. Hey, Wort tötet Wort. Was soll das? Ja, was ist das? Versteh's nicht. Versteh's einfach nicht. Aber hier sehe ich wenigstens mal die Map. Ja, ich muss bis da hinten laufen. Warum? Ich bin da unverwundbar gewesen. Doppel-Eliminierung für mich. Warum? Wie habe ich den denn gekillt? Ich verstehe ja gar nicht. Jetzt bin ich wieder hier, weil der Punkt wieder da ist. Ja, gar nichts. Ich verstehe einfach. Nada. Ich habe 0 von 100 Mana. Warum? Was überhaupt Mana sein soll, Energie. Das ist so verwirrend, oder? Ein Double Kill gemacht. Diese Leertaste hier. Nee, der E scheint übertrieben stark zu sein. Ah, fuck, jetzt töten wir uns gegenseitig. Ja, dann löst das noch, weil mein Ding ja weg ist durch, logischerweise. Die ist übertrieben stark. Boah, hier steht 100% Verlangsamung. Ja, und die kriegen übertrieben viel Schaden. Ding. Ich. Nada. Ja, ich muss aufpassen. Ich habe keine Ulti. Ich weiß nicht, warum ich keine Ulti habe.
Kann ich Ulti nur unter bestimmten Voraussetzungen einsetzen. So, wir haben das Ding eingenommen. So weiter zum nächsten. Ja, scheißegal, ich verstehe es trotzdem nicht. Aber das Ding noch nicht ein, blöd Mann. Wow. Rocket OP. Der Arsenal ist auch ziemlich stark. Mit der Arsenal spielen kann ich keinen Loadout auswählen, ne? Aber Arsenal ist trotzdem stark. Bleib doch da drin stehen. Da rein da. Boah. Ich töte mich selber und krieg einen Triple Kill. Was für eine Logik. Was für eine Logik. Ich töte mich selbst. Ja. Bekomme dafür einen Kill zugerechnet. So, aber egal. Gimini, Ulti, ne? Verkürzt, weil Leute zu dumm sind, die zu aktivieren. So. Ah, Mist. Leute sind zu dumm, das zu aktivieren, das heißt, na, Ding doch. Leute sind zu dumm, das zu aktivieren, also haben die Range einfach verkürzt. So, und die haben eigentlich von jedem Sentinel, der Flächenschaden hat, angepasst. Also die Fläche verkleinert. Das heißt, Bulwark Ulti wurde verkleinert. Nemesis E, die große Fläche wurde verkleinert. Muss ich gleich nochmal genauer reinschauen, was da alles jetzt auf welche Art und Weise nochmal verkleinert wurde. Das Wichtigste ist, dass Apex, Apex und Vox und Rhino jetzt die gleiche Tankiness haben wie alle anderen Tanks. Das heißt, die sind jetzt offizielle Full Tanks. Ja, waren ja immer nur als Off Tanks gesehen. Aber wurden ja aber auch nie gespielt, weil die einfach übertrieben viel Schaden kassiert haben. Jetzt sind sie als Off-Tanks, das heißt, Vox wird meiner Meinung nach ziemlich stark. Rhino ist auch dann ziemlich gut. Apex kann man halt immer noch spielen für Spaß. Aus Fun. Alter! Die Ulti! Riesig. Alter! Das ist denn für eine Ulti? Mein Ult war cool. War so eine Art Six-Ulti, ne? War so. Dauert übertrieben lang und dann. Ah, ist okay. Ist okay. Ich stehe einfach AFK hier. Ich würde gerne wissen, wer mich da tötet. Ich habe 16 Kills. Ja, anscheinend jedes Mal, wenn ich derbe, wird das mir doch auch drauf gerechnet oder so, das Gefühl. Ja, wir verlieren die Runde gerade, weil unser Cobra AFK ist. Da ist drauf. Hat übertrieben viel Schaden hier. Ja. Wisst ihr? Jetzt habe ich 18 Kills. Ja. Ich sterbe selber und krieg dafür einen Kill drauf gerechnet. Wow. Keiner drin in dem Scheiß. Ah, ist jetzt eh vorbei. Schnell da rein, Leute. Ja, die haben das Ding jetzt eh voll. Ich sterbe ich. Ja, ich habe jetzt 19 Kills. Dürft da drin stehen? Ja, ist jetzt egal. Ist jetzt egal. War diesmal eine längere Runde. Boah, Schlitter auf trotzdem noch. War diesmal eine längere Runde. Ein bisschen mehr verstanden, aber die ganze Sandals-Änderung da. Meine Fresse. Wie behindert. Ein bisschen wirklich behindert. Echt kurios. Ja. Man kann nicht alles Handled auswählen, das ist ultra mies. Aber für was habe ich die ganze Scheiße gekauft? Für was habe ich alles Handled gekauft? MVP. Ja.
13 Mal gestorben, aber so 13 Kills aufbrechen bekommen, also habe ich in der Theorie nur 6 Kills gemacht. Wow. Ja, das ist ultra nice. Ja, ich wechsle mal kurz wieder auf den Bildschirm hier. Ja, hat er richtig gewechselt? Hat er richtig gewechselt, ja. Die Ulti ja halt, ne? Ja, und Energiekosten von der E verkleinert, das ist glaube ich der Heal. Ja, ist gut. Ist gut, muss man sagen. Patches Ulti, verdammt nice. Patches Ulti kann man jetzt abbrechen. Frühzeitig, wenn man Bock hat. Wie die Vector Wall, kann man abbrechen. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Ja, das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Elibris Ultimate macht weniger Schaden. Ist mir relativ egal. Hätte nicht unbedingt sein müssen. Bulwark wurde genervt. Bulwark hat ein Kassen-Item, das den passiven Verteidigungsbonus um verdreifacht. Haben sie jetzt verkleinert oder verwenigert, auch verdoppelt. Hit-Effekt verringert von 200. Ziemlich nice. Und halt die Ulti verkleinert, ne, der Radius. Bin mal gespannt, wie Tanky jetzt noch ist. Wird später gespielt, getestet. Mal schauen. Kubras Jump wurde verkleinert. Ja, von 7,5 auf 6 Meter. Wurde verkleinert. Ist gut, ja, weil Cobra konnte sich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Blöder, weil der hat Ulti-Abklingzeit 25 Sekunden, der kann zweimal springen praktisch die ganze Zeit. Der kommt ja auf jeden Fall immer hinterher. Da musst du schon, ja, schlechten Cobra-Spieler hinter dir haben, dass er dich nicht kriegt. Bestien wurde. Die Ulti wurde verändert. Endlich, ja, zwar nicht so wie erwartet, aber wurde verändert. Das heißt, wenn du die Gegner jetzt so nicht so triffst, dass sie gestunt werden, weil du musst die ja perfekt gegen die Wand werfen, schleudern, damit die gestunt werden. Wenn die es jetzt nicht geheat, dann werden die Gegner wenigstens geslowt. Ja, das ist wenigstens schon mal etwas. Ja, muss mal gucken, inwiefern sich das wirklich auswirkt. Aber schon mal immerhin. Der Pulse Abklingzeit, die Ulti von 50 auf 40 Sekunden. Warum? Warum verkürzt man diese kurze Abklingzeit nochmal? Ja, das ist ultra kurz. Die rechte Mautaste hat nun eine Verzögerung von 200 Millisekunden. Ich weiß nicht genau, was sie mit dem dann jetzt sagen wollen. Speed, Leertaste macht jetzt. Hat jetzt eine kürzere Range. Trefferradius. Ja. Ist, logisch. Alles andere halt auch. Dietzmaß, Täubungsradius. Also der Rechtsklick, das ist die Gegnerstanz, ist verkleinert. Ultra nice. Ja, das ist ultra wichtig. Teilradius, der große Kreis wurde verkleinert. Ist okay. Zweikastgranate wurden einfach verkleinert. Die Ulti, du deckst die Gegner jetzt auch noch direkt auf. Den Gegner. Nemesis, ja, die E verkleinert. Die Ulti wurde nicht verkleinert. Die E wurde verkleinert und die rechte Maustaste wurde verkleinert. Der Stun. Ja, also es wurde eigentlich jeder, der einen Flächenschaden hat, wurde überall alles verkleinert, weil einfach das Spiel auf Flächenschaden basiert. Und einfach geguckt wurde, okay, hast du einen Bulwark, hast du einen Patches, hast du eine Valkyrie, hast du, was weiß ich, was noch dabei, also ein Dezima, ja, da hast du diese drei Ultis, vier Ultis, passen von der Fläche her exakt auf fünf Spieler. Ja, also klar, jetzt die Fläche wahrscheinlich auch noch, ja, aber das ist um einiges schwieriger. Patches Ulti, du hast mal eben fünf Leute, Bulwark kann dann da reinlaufen, wurde auch kurz gestunt, aber kann dann ulten. Ja, Valkyrie kann direkt danach ulten, trifft auch alle. Dezima Ulti kann auch um den gesamten Bereich dann einfach heilen etc. Wird wahrscheinlich immer noch ungefähr so sein, aber halt nicht mehr in dem Ausmaß. Ja. Und das ist halt das Wichtige, dass es nicht mehr in diesem Ausmaß ist. Und das Wichtige, Apex, Rhino, Vox, ja, haben jetzt 20% Verteidigung. Das ist richtig gut. Ja, das ist richtig gut, weil die hatten vorher 50%, sind nur 5%, aber 5% können sehr viel ausmachen. Vor allem bei Vox, die ja immer gespielt wird, weil Bulwark gebannt wird, wird Vox immer gespielt. Und das heißt, Vox könnte jetzt doch ziemlich stark werden. Ja, ziemlich stark. Ziemlich stark. Ich könnte jetzt noch eine Runde machen. Ich habe auch keine Kiste. Das ist ultra nice. Ich krieg einfach keine Kiste. Ich könnte jetzt noch eine Runde machen, aber erstmal nicht. Ah, es gibt neue Skins, ne? Hier. Wo ist der denn? Hallo? Ja. Der Kosmonaut. Ja. Der Kosmonaut. Valkyrie. Ja. Okay aus, muss ich sagen. Red Star Bastion Skin. Ja, es kam erst letzte Woche der beste Skin raus. Ja, für Weihnachten. Jetzt kommt der raus. Der war schon gefährlich aus, ne? Schon nice. Muss man sagen. Richtige Kämpfernatur. Oder andere Weihnachtsskin? Ja, Snowplow.
Der ist cool. Der ist richtig cool. Der gefällt mir auf jeden Fall. Und kann sein, dass ich jetzt ziemlich oft abgehakt war. Wegen Einstellungen. Weil ich hatte eben erstmal Windows 10 hier, OBS in Windows 10 geöffnet und der hatte mein Mikrofon, hat nicht erkannt, etc. Weiß nicht, ob die Einstellungen jetzt großartig verändert wurden, aber kann sein, dass ich einmal abgehakt war. Aber im Normalfall kann man ja, sieht man ja alles und man kann alles selber nachlesen im Forum, wenn man irgendwas nicht verstanden hat. Ist ja alles klar und deutlich zu erkennen. Ja. Und hier Donnerstag, wisst ihr Bescheid, ne? Deutschland gegen Russland. Ach, Deutschland. Russland gegen Türkei. Deutschland hat ja keine Zuschauer. Deswegen, ne, hier, Team Russland gegen Team Türkei am Donnerstag um 18 Uhr, ja. Auf dem deutschen, auf dem englischen Shot Sofort Channel. Deutsche, ist ja scheißegal. Auf jeden Fall Donnerstag 18 Uhr. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Ja, sonst noch irgendwas Wichtiges? Ich habe 60.000 Münzen, ich weiß nicht wohin damit. Ist auch cool, ja. Da schalten wir Stufe 30 die besten nächsten Matches frei. Ja, ich bin Stufe 43. Auch cool. Einfach aus dem Spiel, sehr tragisch. Sieg, 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 Sieg. Ich habe gestern alle Spiele gewonnen. War ultra cool. Alle Spiele gemacht, habe ich auch gewonnen. Ja, das war's dann von mir aus zum Update 38. Der Modus. Ich werde natürlich jetzt häufig jetzt auf jeden Fall spielen. Weil einfach um zu gucken, was die Sentinels jetzt für andere Fähigkeiten haben. Einfach mal, keine Ahnung, mal gucken. Den Wort war ja schon nice. Oder schon war schon Richtung OP, aber du kriegst einfach so viel Damage irgendwie rein. Ja, das heißt, ich verabschiede mich jetzt für diese Folge und werde vielleicht noch ein paar Folgen machen von dem Spielmodus, bevor der weg ist, weil das ist eine verrückte Zeit, will ich schon ein paar Folgen machen. Aber nicht heute, mach ich morgen. Heute Creative ist. Das heißt, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Update 38, heute rausgekommen, frisch, live, neu, keine Ahnung was noch. Und ich sage dann ciao, bis zum nächsten Mal.